Nächstes 3 Megaboxen, let's go. 7 verbleibende! 7 schon wieder! Oh mein Gott! 9, 8, 7. Unterstütze mich ab jetzt mit dem Creator Code in Brawl Stars. Du kannst ganz rechts im Shop meinen Code Jojonas eingeben und dann unterstützt du mich bei deinem nächsten Kauf. Vielen Dank an jeden Supporter. Hey Leute, es geht heute weiter mit dem Speedrun Opening Battle. Dabei hat man eine Stunde Zeit, um zu pushen und bekommt für jede 50 Trophäen eben 3 Megaboxen. Und es geht eben darum, dass man für jede gezogenen Brawler dann eben Punkte sammelt. Sprich, man bekommt 10 Punkte für den legendären oder zum Beispiel 3 Punkte für den epischen Brawler. Und am Ende gewinnt derjenige, der eben insgesamt 50 Punkte gesammelt hat. Mit dabei sind unter anderem Clash Games, Pookie, Lukas Brawl Stars, Big Spin und Marvin. Und heute haben wir gleichzeitig im Duell gegen Pookie gepusht, hatten am Anfang schon 170 Trophäen Rückstand, aber durften heute eben mit Pros spielen, wodurch wir eben einiges haben versucht haben aufzuholen. Und ob wir aufholen konnten und was dann alles passiert ist im Opening und wer am Ende eben die meisten Punkte hatte, seht ihr jetzt selbst und euch jetzt wie immer viel Spaß mit den Highlights. Und ich hoffe, dass wir jetzt eben um einiges aufholen konnten. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ball nach vorne, 23 Sekunden. Sehr gut. Ich schieße jetzt hier nach vorne schon mal. Was? Oh mein Gott, ich hab geauto-aimt. Das wollte ich gar nicht. So lucky, okay. 6 Minuten sind vorbei. Ich würde sagen, wir holen jetzt schon die Boxen. Das bringt nichts. Wir holen jetzt die Boxen. Auf geht's. Wir holen jetzt die ersten Boxen, würde ich ganz schön sagen. So. Wir haben jetzt hier schon mal über 500 Trophäen und können jetzt hier die ersten 3 Megaboxen öffnen. Let's go. So, erste. 5 verbleibende schon mal in der ersten Megabox. Etwas unlucky. 2. Megabox. Komm jetzt. Und wieder keine Punkte. Gerade auch die Punkte eingeblendet. Die Punkte laufen folgendermaßen, dass wir das jetzt hier so bekommen. Also wir kriegen 10 Punkte für den legendären, 5 für den mythischen, 3 für den epischen und so weiter. Let's go. Wir haben 6 verbleibende. Jetzt, Leute, auf geht's, bitte. Primo, Rico, Shelly, Cole. Und jetzt, komm, wünschen wir Glück. Was ziehen wir? Ein Gadget, was? Oh mein Gott, wir ziehen schon wieder nichts. Das kann nicht wahr sein. Egal, direkt weiter. Let's go, Leute. So, wenn wir jetzt hier gewinnen, dann haben wir wieder die nächsten 3 Megaboxen. Wir spielen aber gegen einen Spike. Okay, das ist krass, ey. Ja, der ist direkt down, sehr schön. Ja, ist Pam so eine gute Idee, frage ich mich auch irgendwie. Ja, ich hätte sie jetzt fast bekommen. Let's go, ist einfach 1-0? Einfach 1-0, einfach 1-0 machen. Let's go, mach das 1-0. Okay, sehr schön, okay. Gleich wieder die nächsten 3 Megaboxen. Die ersten 12 Minuten sind vorbei. Wir können jetzt hier wieder gut draufschießen. Und den Spike auch ganz gut abschießen. Ulten, 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 ulten. Sehr schön. Ja, beide getroffen, let's go. Jetzt einfach das 1-0. Wir sollten die Kombi vielleicht nochmal leicht ändern. Ich weiß nicht, ob Pam so optimal ist, weil Pam... Ich kann aber gleich noch einen anderen Brawler zeigen. Ganz schnell. Haben wir jetzt aufgeholt. Wie steht Pookie? Wir waren von 170 Trophäen hinter ihnen. Jetzt haben wir einen Rückstand von... Was? Wir sind 60 Trophäen... Stimmt das? Profil? Nee, nee. 140. Wir haben aufgeholt schon. Wir haben gut aufgeholt. Let's go. Nächstes 3 Megaboxen. Let's go. 7 verbleibende. Wir haben 7. Oh mein Gott. Wir haben wirklich 7. Let's go. 2 Brawler. Bitte, Leute. Jetzt. Wir müssen aufholen. Wir brauchen uns gute Brawler. Gerade mal die Punkteskala. 10 von legendären, 5 für den mythischen und so weiter. Und jetzt. Gadget, nein. Jetzt aber, bitte. Penny, oh mein Gott, nein. So viel Pech, aber 7 verbleibende trotzdem. 2. Megabox, 5. Komm, aber die 3. Aber nur Gadgets bringen uns nichts. Wieder 5. Okay. Wir sollten den Brawler nochmal switchen. Ich glaube, Rico ist nicht so optimal, aber 7 verbleibende waren halt krass. Wir nehmen, würde ich sagen, Flächenschaden, vielleicht Bull wegen Tank. Vielleicht Shelly, Shelly Power 7, würde ich sagen. Let's go, ja genau, Shelly ist gut, Shelly ist gut. Wir haben Shelly und Baby, let's go. Oh, genau, wählen, genau, ganz schnell. Let's go. Und wir dürfen die nächsten 3 Megaboxen öffnen, let's go. So, wir hatten schon 7 verbleibende. So, was ziehen wir jetzt? Let's go, nächsten 3 Megaboxen. Und wir ziehen 6 verbleibende, let's go. Jetzt irgendwas Seltenes. Es gibt Punkte je nach Seltenheit, also jetzt irgendwas Seltenes. Oh, Jackie, super seltener Brawler nur. Das gibt nicht viele Punkte. Nächste Megabox, 5 verbleibende. Shelly, Rico. Nächste Megabox. Wieder 5 verbleibende. Okay. Ich würde sagen, wir wechseln Shelly. Shelly war nicht so nice. Wir wechseln Shelly und nehmen dafür Bull rein. Wir sind auch schon relativ hoch mit Shelly, sehe ich gerade. Wir können auch Bull mal ganz schnell upgraden. Haben wir Bull Power 6. Machen weiter. Let's go. Über 600 Trophäen haben wir. Jetzt müssen wir gleich mal schauen. Wir müssen gleich mal schauen, was Pookie macht. Wie hoch ist Pookie? Leute, könnt ihr gerade mal ganz schnell schauen, wie hoch Pookie ist. Er ist auch gerade live vielleicht. Oder schau gerade in seinem Profil gleich. Okay, sehr schön. Ja, ist am besten irgendwie einfach reinlaufen. Einfach reinlaufen. Einfach reinlaufen. Und let's go. 1-0 für uns, 10 Sekunden vorbei. Und mit dem nächsten Sieg bekommen wir die nächsten 3 Megaboxen. Auf geht's. Okay, okay, okay. Ich hole jetzt einfach rein. Komm, jetzt hier Wende auf Tor. Let's go. Ja, sehr schön.
Okay, 24 Sekunden vorbei. Wir haben jetzt relativ schnell alle Runden gewonnen und jetzt sollten eigentlich die nächsten drei Megaboxen öffnen können. Wir können jetzt ganz schnell schauen, ob wir den Vorsprung auf Pookie vergrößern konnten. Wir haben jetzt hier selber 671 Trophäen und Pookie hat... Okay, wir sind rangekommen. 110 Trophäen und noch Rückstand. Ich glaube, wir können jetzt die nächsten Boxen... Ich glaube, wir können jetzt die nächsten öffnen, ja. Ich glaube, wir dürfen jetzt hier die nächsten drei öffnen. Let's go. Fünf verbleibende. Jackie, Bull, Karl, Daryl. Bisher haben wir kein Glück. Wieder 5 verbleibende. Penny, Karl, Rico, komm jetzt. Wir brauchen jetzt 6 verbleibende. Bitte, 6 verbleibende. Komm. 7, schon wieder. Das zweite Mal. Oh mein Gott. Karl, El Primo, Daryl, Penny, 2. Oh mein Gott, jetzt. Bitte. 3, 2, 1, go. Bibi, oh mein Gott. Wir können irgendwas Krasses ziehen. Also, nochmal die Punkte. Wir können für Baby, für die Epischen kriegen wir 3, für Mythisch 5, für Legendär 10. Oh mein Gott, jetzt bitte. Und 3, 2, 1, go. Genie, oh mein Gott, mythischer Brawler. Das sind 8 Punkte für uns. Das sind 8 Punkte aus einer Box. Richtig nice, direkt weiter. Was machen wir? Ich soll Jackie wechseln. Sehr gut, genau. Die haben schon mal geschaut. Ich soll Jackies Power 1 aber nur. Ich mach's trotzdem. Ich gehe jetzt hier drauf. Let's go, genau. Sehr schön. Jetzt hier noch rein ulten am besten, genau. Und sehr schön. Okay, 8 Sekunden. Und jetzt noch ein Sieg und dann haben wir es. Let's go, komm. Rein ulten. Ja, nice. Der Flächenschaden ist schon gut. Let's go. Okay, let's go. So, nächsten drei Megaboxen haben wir. Und wir schauen mal ganz schnell, was Pookie macht. Okay, wir sind jetzt hier bei über 800 Trophäen, soweit ich richtig gerechnet, wenn ich richtig gerechnet habe. Wir sind jetzt hier bei 800 und ja, 10 Trophäen ungefähr. Wo ist Pookie? Alter, nur noch 70 Trophäen Rückstand. Wir kommen immer näher ran. Nächste drei Megaboxen, let's go. Und erste. 6 verbleibende. Jetzt. Jetzt, Leute. Shelly, Bull, Cold und jetzt kommt. Was bekommen wir? Frank, let's go, das ist gut. Was haben wir ins Spiel? Ich weiß nicht. Wir haben 0 Trophäen. Ah, Power 1. Nächste Megabox. So gut, wieder 3 Punkte. 5. Leider nur 5. Dritte Megabox, komm jetzt aber. Und was ziehen wir? Wir ziehen. 5, wir ziehen wieder 5. Wir haben so viel Pech. Wir hatten 2x 7 Verbleibende. Wir switchen ganz gut auf Frank, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, trotzdem nice. Let's go. Wieder bereit? Nein. Oh, Rosa, so stark. Mit der Ult. Let's go. 9 Sekunden, nächster Sieg. Pookie hat 900 Trophäen, okay? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe. Wir sollten auf jeden Fall trotzdem gut aufgeholt haben. Nein, der Ball ist weg. Das darf nicht passieren. Der Ball darf nicht weg sein. Ich habe die Ult. Let's go. 23 Sekunden. Nächster Sieg und das heißt 15 Minuten noch Zeit. Wir schauen noch ganz schnell, was Pookie macht, wie hoch er ist. So, wieder Freunde. Pookie, wir sind ja hier vor Pookie auf jeden Fall. 922, 60 Trophäen nur noch. Wir kommen immer näher ran. So, 3 Megaboxen, let's go. Erste, komm. 5 verbleibende. Es ist irgendwie schon unlucky. Nächste, komm jetzt. 14 Minuten noch. Wieder 5, das kann nicht wahr sein. Kommt noch ein mythischer oder epischer heute. Wieder 5. Das kann nicht wahr sein, ey. Okay, 15 Minuten noch. Wir bleiben bei Frank. Auf geht's, komm jetzt hier. Ganz schnell. Ganz schnell. Die letzten 10 Minuten laufen gleich. Oh mein Gott, Leute. Können wir Pookie noch überholen heute? Ich weiß es nicht. Wir werden wahrscheinlich gleich auf Penny wechseln, wegen dem Flächenschaden. Ich denke, es ist eine gute Idee auf jeden Fall von euch. Let's go. Wir gehen wieder rein. So, jetzt wieder Flächenschaden auf die drauf. Sehr, sehr schön. Schöner Flächenschaden. Wände aufholten. Sehr schön. Alle Wände sind offen. 9 Sekunden, wir führen 1-0. Wenn sie ganz schnell machen und dann direkt die drei Boxen öffnen, ne? Ganz schnell. Direkt die drei Boxen öffnen. Wow. Flächenschaden, let's go. Sehr schön. Rein ulten. 20 Sekunden, nächster Sieg. 10 Minuten haben wir noch. Wir werden wahrscheinlich gleich auf Penny wechseln. Die meisten Zuschauer wollten, dass wir auf Penny wechseln. Wir schauen gleich mal den Rückstand, wenn wir Pookie haben. Wir haben jetzt hier insgesamt 900 Trophäen, glaube ich. Ja. 920 oder so. Und Pookie hat... Alter, 30 Trophäen Rückstand. Oh mein Gott, wir haben Angebote. Können wir am Ende kaufen. Let's go, 3 Megaboxen. Wir haben nichts. Ganz schnell jetzt. Ganz schnell. 10 Minuten noch. Wir müssen es aufholen. Wieder 5. Oh, wir müssen aber irgendwas ziehen. Die Punkte gibt es nur für die Brawler. Jetzt aber. Wir haben wieder 5. Oh mein Gott, was? Wir ziehen nichts. Das kann nicht wahr sein. 30 Sekunden. Die Zeit... Oh. Nein. Der Tank fehlt. Wir müssen direkt danach switchen. Wir dürfen die Kombi nicht mehr spielen. Uns fehlt ein Tank. Tor. Oh mein Gott. Wir müssen switchen. Uns fehlt ein Tank. Wir machen die Runde noch zu Ende, aber wir brauchen sofort danach einen Tank. Das ist einfach keine gute Taktik hier so. Pass nach vorne. Let's go, dabei gut. Let's go. Wichtiger Sieg. Wir haben 50 Sekunden gebraucht. Deutlich zu lange. 4 Minuten noch Zeit. Kriegen wir noch 3 Megaboxen hin. Pookie hat 980 Trophäen ungefähr. Das heißt, Alter, nur noch 20 Trophäen Rückstand. Let's go jetzt. 3 Megaboxen. Erste. 6 verbleibende.
Komm, ganz schnell. Pieper, let's go. OMG. Pieper, let's go. 2 Megaboxen noch. 5 verbleibende. Ganz schnell jetzt hier. Wir brauchen noch mal 3 Megaboxen zum Ende. Wir kriegen, okay, kein neuer Brawler. 40 Trophäen. Okay, let's go. 40 Trophäen, wir haben jetzt Daryl. 40 Trophäen, wir haben 4 Minuten. Let's go, Leute. Okay, wir brauchen 5 Siege. 5 Siege in 4 Minuten. Oh mein Gott. Let's go, nächste Runde. Und die Frage ist, können wir Pookie jetzt überholen? Wir hatten gerade eben noch 20 Trophäen Rückstand. Wir ziehen es bis zum Ende durch, aber ich glaube, Pookie hat auch eine Minute länger als wir. Pookie ist auch eine Minute nach uns eben reingestartet. Da müssen wir gleich mal schauen. Oh, schwierig. Ball zu mir. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott, wir dürfen jetzt die Zeit. Oh mein Gott, nein. Jetzt nicht. Oh mein Gott, er ist gestorben, oder? Nein. Was passiert jetzt? Oh mein Gott, Leute, 2 Minuten noch. Ja, let's go. Er hat das Tor gemacht. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, Digga. Wir brauchen jetzt sofort irgendwie den Sieg. Sehr gut, ich kann die beide killen. Das soll es eigentlich sein. Einfach rein. Let's go. Okay, 2 Siege, 1 Minute 45. Können wir das schaffen? 1 Minute 40 Sekunden. Wir brauchen jetzt noch 2 Siege. Oh, bitte. Wenn wir es nicht schaffen, wäre es so belastend. Game One, was machst du da? Was ist jetzt los? Er hat einen. Oh mein Gott. Was jetzt los? Oh mein Gott, nein. Was ist denn hier? Er hat einen Disconnect oder so. Oh mein Gott, nein. Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem noch. Also eigentlich, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also eigentlich müssen wir dafür fast ein bisschen Zeit draufgezählt bekommen. Also wenn das jetzt entscheidend war, dann ist es ja so belastend für uns. Ball rein. Einfach jetzt reinlaufen, komm. Wir schaffen es trotzdem. Komm. Wir müssen es nur noch dieses Matches beenden. Wir haben 1 Minute. Und danach müssen wir gewinnen, dann haben wir es. Wir müssen es halt gewinnen. Flächenschaden, let's go. Schaffen wir trotzdem. Wir schaffen es trotz Disconnects. Schaffen wir noch eine weitere Runde. Komm, 40 Sekunden, schaffen wir noch die Runde. Wenn wir jetzt die Runde ganz schnell beenden, können wir noch ein weiteres Match starten. Wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir noch 3 weitere Megaboxen. Aber wir müssen jetzt halt gewinnen, so schnell es geht, bitte. Einfach auf. Let's go, wir sind bereit. Alter, ich dachte kurz. Hat ein Disconnect, ja, ich hab's mir gedacht. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt noch. Es kann sein, dass es jetzt eine Runde kostet, vielleicht. 30 Sekunden, schaffen wir noch eine Runde. Let's go, direkt den Flächenschaden wieder. Nein, ich hab einen Ball. 20 Sekunden, 9. Ich glaube, es reicht nicht wegen Disconnect. Nee, es reicht nicht. Es reicht safe nicht. Oh mein Gott, der Disconnect war's. Oder? Oh mein Gott! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Was? Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Wir haben es einfach geschafft! Der Disconnect war egal. Jetzt alles, die Zeit ist vorbei. Ab jetzt ist alles egal. Jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Jetzt nicht verlieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Jetzt nur nicht verlieren. Jetzt einfach gewinnen. Ich fasse es nicht. Die letzte Sekunde. Let's go. Mann, wichtiger Sieg hier. Vielleicht können wir damit. Ich hoffe, wir können es auch Pookie überholen. Wir haben auf jeden Fall nochmal 3 Megaboxen. Aber so nice einfach. Aber wäre auch bitter gewesen, wenn es ausgerechnet. Es wäre der Disconnect gewesen, ne? Es wäre wirklich der Disconnect gewesen. Alter, der Disconnect war egal. Wir hatten Glück gehabt. Alter, wenn es der Disconnect gewesen wäre. Eine Sekunde, was ein Drama, ey. Oh mein Gott, was für Folge, ey. Wie hoch ist Pookie? Wir haben noch 3 Megaboxen. Wir können gleich mal schauen, was wir alles gezogen haben. Und wie nah wir rankommen. So, Countdown kurz ausschalten. Wie hoch ist Pookie? Pookie ist noch am Spielen und Pookie ist bei 1024. Ist er vorbei? Oh mein Gott, 17 Trophäen Rückstand nur noch. 17 Trophäen einfach. Spielt er noch? Nee, oder? Ich glaube, es ist vorbei. Okay, es ist vorbei. Würde ich sagen, wir haben jetzt hier noch unsere Boxen und erstmal Jesse. Let's go. Alter, wir haben 500 Trophäen. Über 500 Trophäen geschafft heute. Let's go. Erstmal Jesse gerade. Sehr nice. Gold. Die Powerpunkte vergeben wir an Frank, würde ich sagen. Let's go. Big Box, auch nice. Merken wir nichts Neues. Der Münzen. Wir schalten noch ein Event frei. Aber Belagerung bringt uns nichts. Wieder Powerpunkte. Die geben wir, würde ich sagen, jetzt dieses Mal an Jackie. Die ist auch noch Power 1 gewesen, genau. Wieder Gold. Wir kriegen Tickets. Auch nice. Proc. Was? Tickets? Sind die nicht unnötig? Egal, keine Ahnung. Wieder Proc. Okay, so. Also 17 Trophäen Rückstand jetzt hier noch auf Pookie. Aber trotzdem absolut krass aufgeholt. Wir hatten 170 Trophäen Rückstand. Und haben jetzt noch 17 Trophäen Rückstand.
Alter, wenn wir jetzt nichts ziehen. Wir haben echt irgendwie trotzdem Pech gehabt. Wir hatten nur einen mythischen, einen epischen. Wir müssen jetzt Glück haben. Zwei Megaboxen. Das sind die letzten beiden. James Esmer. Münzen. Go. Fünf verbleibende. Jetzt. Wünsche ich mir Glück. Letzte Box. Fünf. Oh mein Gott, wie viel Pech haben wir? Wir hatten trotzdem insgesamt 7 verbleibende, aber wir haben fast nichts mehr gezogen danach. Was macht Poki? Was macht Poki? Okay, let's go. Wir schauen, was Poki zieht. Poki hat noch verbleibende, okay. Alter, Sprout oder was Legendäres? Er zieht Pam, das ist nicht gut. Auch ein geiler Brawler für 3 vs 3. Ja, auf 23 Gems auch. Alter, diese Kiste ist schon richtig legendary gewesen. Und Alter, das war erst die erste. Wir kommen zur zweiten Megabox. Let's go, 6 verbleibende. Direkt wieder was Neues. Boah, wie viel Glück er hat. Und 3, 2, 1 und Gadget. Okay, Gadget. Das war in der zweiten Box. Bis jetzt haben wir schon mal 3. Wir müssen gleich mal die Punkte vergleichen. Boxen. Wir müssen gleich mal vergleichen. Sau stark. Zack, das ist die dritte Box. 5 verbleibende, nichts Neues. Weiter geht's. Und vierte Box, 5 verbleibende. Alter, wie viele Boxen darf man öffnen? 24, oder? Marvin Bescheid sagen, dass ich noch mitten am Öffnen bin und noch 1-2 Minuten brauche. Jo, Marvin, ich brauche noch ein paar Minütchen. Ich bin gerade noch am Boxen öffnen, die ich mir gespielt habe in Speedrun. Habe auf jeden Fall wieder 400 Pokale gepusht. Ehre. So, Uli Platzi, danke für die Donation. Und jetzt kommen wir zur fünften Megabox. Zack, und 5 verbleibende. Nicht schön. Sechste Megabox, let's go, 5 verbleibende. Auch nicht schön, 14 Gems. Naja, Powerpunkte ziehen wir auf jeden Fall immerhin. Zack, 6 verbleibende, wieder was Neues. Gönn jetzt einen legendären. Was? Let's go! Oh mein Nein! Gott! Als ob ich einfach mal Shindy gezogen oh habe. Oh mein Gott. Als ob ich einfach Shindy gezogen einfach habe. Sandy. Niemals ist das gerade passiert. Niemals am Speedrun-Account, Digga. Gott. Niemals. Er kriegt 10 oh Punkte. Oh mein Gott. Kurz die Punkteskala. Oh mein Gott. 10 für den legendären, 5 für den mythischen, 3 für den epischen. TikTok drehen. 2 super selten. Leute, guck mal, was mir gerade live im Stream passiert ist. Oh mein Gott, Leute. Wie kann man auch nur so viel Glück haben wie Poki? Das ist echt insane, ey. Das kann mir niemand erzählen, dass man so viel Luck haben kann. Let's go. 14 normale Boxen haben wir. Ich rutsch kurz ein Stück zur Seite. Könnt ihr die Zahl sehen? Komm. Jetzt nochmal reinlacken. Wir hatten zweimal 7 verbleibende, ey, aber. Alter, ich fass es nicht. Ja! Oh mein Gott, wir kriegen nochmal 3 Punkte. Das ist nice. Vielleicht haben wir nochmal Luck und holen auf. Also, wir haben jetzt nochmal B. Das sind nochmal 3 Punkte. Damit haben wir jetzt, ich glaube, wir haben auch ein paar super seltene. Ja, mal schauen. Also zum Vergleich, Poki hat jetzt Sandy und 2 epische. Kann man die Punkte einblenden. Poki hat 16 Punkte gehabt. Und wir haben bisher, ja, so 11, 12, 13 Punkte. Wir müssen aufholen. Wir müssen 6 Boxen kommen. Aber immerhin, 3 Punkte ist nicht wenig. Komm, jetzt hier nochmal. 5 Boxen. Komm, nochmal irgendwie reinlacken. Komm. Aber besser als nichts, ne? B ist nice. Komm. Ah, letzte Box. Okay, wir zählen kurz zusammen. Wir haben jetzt insgesamt 5. Wir haben 17. Wir haben 25, 27, wir haben 31 Punkte. Das heißt, wir haben 31 Punkte und ich glaube, Puki hat 37 oder 38 Punkte. Also wir haben trotzdem aufgeholt. Wir haben aufgeholt, also haben 7 oder 8 Punkte weniger als Puki. Wir hatten vorhin 10 Punkte weniger als Puki. Also wir haben aufgeholt. Es müssen jetzt noch Lukas, Big Spin und Clash Games spielen. Die haben noch ungefähr so 19 bis 15 Punkte. Die werden auch mit Teammates pushen, mit krass werden. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Könnt ihr gerne noch im Abstand vorbeischauen. Da ist die komplette Playlist mit allen Folgen zum Projekt verlinkt. Und wenn ihr das Projekt nicht verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht und ob wir weiter aufholen können. Und ja, ciao.